Nun, diese Kämpfe konnten sich schon sehen lassen. Weit liegen die Fahrer, die Beifahrer draußen aus dem Boot. Dann heißt es ganz kurz Kontrolle schauen. Und hier steigt man schon gar nicht mehr um. Hier bleibt man gleich drin liegen. Das kostet natürlich für den Fahrer enorme Kraft, dann das Fahrzeug zu beherrschen. So, wer wird dieses Rennen nach Hause fahren? Der Start- und Zielrichter bei uns wartet bereits auf den Sieger. Vorher kommen noch eine Reihe Fahrer, die bereits weit zurückgefallen sind. Noch ist es nicht so weit. Wieland, Waltersberg, auf der Abfahrtsstrecke. Da waren die 38 bereits überrundet. Jetzt geht's in die Stadt Brünnach hinein. Noch einmal Überrundung. Da kommen sie. Sieger in diesem Lauf, Wieland, Waltersberg. Und zweiter ist mit Start Nummer 5, Grizzly Parkin. So, das ist erst einmal die Reihenfolge. Jetzt aber, wer macht Platz 3? Die 4 ist wieder vorn, Schwärzelhuber. Die 9 klemmt jetzt dahinter, schaut zu Puzzo. Wer hat den längeren Atem? Gleich geht's auf die Zielgerade. Da ist sie schon. Ja. Schwärzelhuber aus der BRD, also Platz 3 entschieden, diesen Zweikampf vor Schau zu Puzzo. Damit haben wir den Einlauf auch bei den Seitenwagen gespannt, der Klasse des 500 Kubikzentimeter. Das war Brünnach, das war der große Preis der GSSR.